Mein Name ist Jana Prager, haben Sie gerade schon gesagt. Ich bin nicht nur Projektmanagerin beim CSCP in Wuppertal für nachhaltige Digitalisierung, sondern leite da auch das Projekt Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke, in dessen Funktion oder in den Funktionen ich heute jetzt hier bin und möchte euch einmal oder Ihnen einmal ganz kurz schon mal vorstellen, was wir als Mittelstand Digitalzentrum machen. Vielleicht ist das auch dem oder der einen oder anderen schon bekannt. Es gibt um die 30 Mittelstand-Digitalzentren in ganz Deutschland, die unter anderem KMU darüber informieren und informieren und helfen, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Wir haben Expertinnen, die mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen, viele Demonstrationszentren, wo die Digitalisierung hautnah erlebt werden kann. Best Practice-Beispiele aus Netzwerken, die geteilt werden. Und da wir vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert werden, sind die ganzen Angebote auch kostenfrei nutzbar. Wie gesagt, bin ich vom vom Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke, abgekürzt für Wertschöpfungsnetzwerke. Und wir sind ein Zentrum, was deutschlandweit aktiv ist und wir helfen KMU dabei, effizienter und nachhaltiger zu werden und dies durch digitale Wertschöpfungsnetzwerke, in denen die Unternehmen dann zusammenarbeiten können. Unsere Themen sind unter anderem vernetzte und nachhaltige Wertschöpfungs- und Datenökosysteme, kooperative Geschäftsmodelle, Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz und natürlich auch Vertrauen und resiliente Infrastrukturen, die ja ganz wichtig sind, wenn man mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Was wir unter anderem machen, ist, wir begleiten Sie von der Qualifizierung bis zur Umsetzung. Das heißt, wir machen Seminare, Workshops und begleiten auch bei Praxisprojekten. Und da an dieser Stelle der Aufruf, wenn Sie als Praxisprojekt mit uns zusammenarbeiten möchten oder ein Projekt haben, was Sie demnächst anstößen möchten, können wir Sie da gerne begleiten. Wenn Sie zum Beispiel mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten möchten, eine digitale Herausforderung angehen möchten, dann melden Sie sich gerne bei mir. Die Kontaktdaten sind am Ende der Präsentation, die wahrscheinlich auch hinterher rumgeschickt wird. Genau, und wir vom CSCP machen das nicht alleine, sondern sind in einem Konsortium mit 5 Partnern, die Sie hier sehen. Und genau, das Projekt läuft noch bis Ende 2025. Kurz dann noch zum CSCP. Das steht für das Collaborating Center on Sustainable Consumption and Production und wurde 2005 durch das United Nations Environmental Program und das Wuppertal-Institut gegründet. Wir sind ein Think-and-Do-Tank, was bedeutet, dass wir nicht nur wissenschaftlich arbeiten mit Unternehmen zusammen, sondern auch in die Umsetzung gehen. Und das machen wir mit einem sehr heterogenen und internationalen Team, das ungefähr aus 50 Mitgliedern besteht und sind da weltweit tätig, aber auch regional verankert, also hier so in der Region auch sehr unterwegs. Wir haben 3 Teams, kann man grob sagen, oder 3 große Themen, um die wir uns kümmern, und zwar Innovation und Unternehmertum, Produkte, Dienstleistungen und Infrastruktur und die Gewohnheiten und Verhalten von KonsumentInnen. Es würde der Bereich Behavior Change zum Beispiel reinfallen. Und in diesen 3 Punkten arbeiten wir alle darauf hin, ein gutes Leben für den Mensch und den Planeten zu schaffen. Genau, jetzt würde mich einmal noch interessieren, wir sind ja jetzt heute hier, weil ich ein bisschen was über zirkulare Wertschöpfung und Digitalisierung erzählen möchte. Und da würde mich interessieren, was Sie für Assoziationen haben mit dem heutigen Thema. Und möchte Sie gerne dazu ermutigen, ein paar Assoziationen vielleicht schon mal hier in den Chat zu schreiben. Genau, das können Sie auch jetzt über den Vortrag dann machen. Also das finde ich einfach ganz, ganz spannend, was mit welchen Erwartungen oder mit welchen Assoziationen Sie hier reinkommen. Genau, jetzt schon Wachstum in Plattformen über die
Nee, sorry, das waren jetzt zwei. Wachstum in Wirtschaft ist nicht endlos möglich und zirkuläre Wertschöpfung ist die Zukunft mit Fragezeichen. Das würde ich auf jeden Fall bejahen wollen. Genau, zum Beispiel Plattformen, über die die Rücknahme von gebrauchten Produkten erfolgt. Ja. Super, es sind schon ein paar Assoziationen, die ich glaube ich auch jetzt gleich hier gut, die sich jetzt auch gleich wiederfinden werden. Genau, scheuen Sie sich nicht, noch weitere Sachen in den Chat zu schreiben. Genau, ich möchte einmal beginnen mit einer Definition von ja, zirkulärer Wirtschaft, zirkulärer Wertschöpfung. Und zwar lese das jetzt einmal vor, das ist vom Prosper-Kolleg. Das Konzept der zirkulären Wertschöpfung, auf Englisch Circular Economy, beschreibt ein nachhaltiges Wirtschaftssystem, in dem in möglichst geschlossenen Kreisläufen gedacht und gehandelt wird, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen von Produkten, Komponenten und Materialien unter Beachtung der ökologischen Grenzen unseres Planeten langfristig zu sichern. Und wie gerade schon im Chat gesagt wurde, ist Circular Economy eins der Wirtschaftsmodelle der Zukunft und wird auch in Zukunft immer wichtiger werden. Da sind auch schon sehr viele Regelungen und Regulierungen EU-weit, also von der EU im Umlauf und in den Startlöchern haben Sie vielleicht auch schon vom digitalen Produktpass gehört oder im CSRD, dem Recht auf Reparatur. Also das sind alles so Gesetze und Regulierungen, die halt jetzt demnächst auf KMU zukommen und die halt der Circular Economy dann dienen. Und genau, Circular Economy ist ein grundlegender Baustein des EU Green Deals und der ist dafür gedacht, um bis 2050 den Status eines ersten oder eines klimaneutralen Kontinents zu erreichen und 50% der Maßnahmen zielen halt darauf ab, die zirkuläre Wertschöpfung zu unterstützen. Und Schlüsselindustrien mit erheblichem Potenzial für die Circular Economy sind laut dem Europäischen Aktionsplan Branchen wie Informations- und Kommunikationstechnik, Batterien, Fahrzeuge, Verpackungen, aber auch das Bauwesen, was einen sehr großen CO2-Ausstoß hat, oder Textilien und Lebensmittel. Genau, und hier sehen Sie den Kreislaufwirtschaftsguide. Das ist ein Online-Demonstrator, der in unserem Zentrum, Mittelstand Digitalzentrum Wertnetzwerke, entwickelt wurde. Und anhand dessen möchte ich Ihnen gerne mal das Konzept der zirkulären Wirtschaft etwas genauer vorstellen. Im Anschluss oder bei Gelegenheit, wenn Sie noch ein bisschen mehr in das Thema eintauchen möchten, lade ich Sie ein, in den Link dann zu klicken und sich das Ganze noch mal etwas genauer anzuschauen. Das wird das sehr gut dargestellt. So, ich fange mal an mit der Linearwirtschaft, um das Ganze dann miteinander zu vergleichen, damit wir wissen, was halt jetzt eher produziert oder praktiziert wird. Nämlich jetzt momentan sind wir noch im Großteil in der Linearwirtschaft und in diesen verschiedenen Lebenszyklen durchlaufen Produkte verschiedene Phasen und in jeder dieser Phase werden Ressourcen verbraucht, wodurch sogenannte Umweltwirkungen, also zum Beispiel halt Treibhausgasemissionen, entstehen. Und viele Produkte durchlaufen ihren Lebenszyklus in sehr kurzer Zeit und werden danach entsorgt, wodurch natürlich sehr große Umweltlasten entstehen und ein starker Werteverfall entsteht. Das ist halt so bei diesem linearen bei der linearen Wertschöpfungskette und diese wird aus diesen Gründen halt auch mit Take, Make, Dispose, also man nimmt, produziert und entsorgt, beschrieben. Und wenn wir uns die Grafik jetzt einmal ansehen, werden dort halt endliche Rohstoffe abgebaut. Dann geht es in den Designprozess, der vielleicht nicht unbedingt darauf geachtet wird, wie viele Ressourcen eingesetzt werden für die Produktion oder ob das Produkt überhaupt reparierbar ist oder recycelbar ist. Anschließend geht es dann in die Produktion und das Produkt wird dementsprechend hergestellt und gelangt dann über den Vertrieb zum Kunden. Bis dahin ist halt ein Wert aufgebaut worden. Und dann beginnt die Nutzungsphase, also der Endverbraucher nutzt das Produkt für einen bestimmten
Zeitraum, gegebenenfalls halt einen relativ kurzen Zeitraum. Und je nachdem, um welches Produkt es sich dann handelt, wird das Produkt dann anschließend einfach entsorgt und dann, dabei gehen dann halt wertvolle Rohstoffe verloren, die halt noch gebraucht werden könnten. Und wenn man sich das jetzt mal anhand von einem Handy vielleicht vorstellt, was durchschnittlich eher so 1 bis 2 Jahre nur genutzt wird, aber sehr viele knappe und wertvolle Ressourcen enthält, werden halt sehr viele Stoffe einfach verschwendet und aus dem Stoffkreislauf entnommen, die dann verloren gehen. Demgegenüber wollen wir die Kreislaufwirtschaft stellen, wo es anders aussieht, denn die Kreislaufwirtschaft orientiert sich an der Natur. Dort entsteht ja auch kein Abfall, da Nährstoffe verwertet werden und als Basis dann für neues Leben dienen. Und wie vorhin auch schon gesagt, gilt die Kreislaufwirtschaft als ein notwendiger Schritt zur Klimaneutralität. Und vielleicht nochmal ein nicht so Fun Fact am Rande: Wenn wir weiter an der Linearwirtschaft festhalten würden, dann brauchen wir bis 2050 so viele Rohstoffe von, im Prinzip von 3 Erden, um den Markt zu befriedigen. Und deshalb ist halt das auch schon mal eine Sache, weshalb wir auf jeden Fall umstellen sollten. Bei der Kreislaufwirtschaft sieht es dann so aus, dass bei den Rohstoffen schon allein darauf geachtet wird, dass sie von Anfang an umweltverträglich sind, also zum Beispiel aus nachwachsenden Materialien bestehen oder Materialien, die halt schon recycelt wurden und schon aus dem Kreislauf, im Kreislauf schon drin sind. Und dass halt auch darauf geachtet wird, dass die halt am Ende auch wieder gut recycelt werden können, diese Materialien. Der nächste Schritt wäre dann ein sogenanntes Eco-Design. Darunter verstehen wir, dass die Produktgestaltung darauf achtet, dass die Umweltbelastungen über den gesamten Produktlebenszyklus vermindert werden. Und dass direkt bei der Gestaltung daran gedacht wird, dass zum Beispiel die Produkte gut reparierbar sind oder möglichst wenig Ressourcen verbrauchen. Den roten Pfeil, der da wieder zurück zu den Rohstoffen führt, bedeutet im Prinzip, dass wir auch schon direkt beim Design darauf achten, dass wir reduzieren am Produkt. Das heißt, dass wir möglichst wenig Materialien einsetzen und möglichst wenig Rohstoffe verwenden, die nicht wieder recycelbar sind zum Beispiel. Dann geht es in die Produktion, wo ebenfalls darauf geachtet werden kann, dass möglichst wenig Ressourcen verbraucht werden. Also wenn man zum Beispiel dann den 3D-Druck sich anschaut, das eine Möglichkeit wäre, wo individuell gefertigt werden kann und wenig Nebenprodukte bzw. Abfall entstehen. Beim Vertrieb ergeben sich dann auch neue Vertriebswege tatsächlich. Also ich gehe nicht nur von der Produktion über den Vertrieb zum Kunden, sondern es kann auch wieder zurückgeben. Es kann sein, dass ich irgendwie Pfandsysteme habe und der Kunde mir dann das Produkt zurückbringt. Und dadurch wird halt der Kunde ganz anders eingebunden, nämlich viel intensiver und stärker und dadurch dann auch eine neue Kundenbindung entsteht. Dann möchte ich natürlich, dass die Nutzung des Produkts verlängert wird. Denn je länger das Produkt genutzt wird, desto geringer ist der Materialverbrauch. Dadurch entstehen dann auch neue Service- und Dienstleistungsangebote, die ebenfalls dazu dienen können, den Kunden länger an mich als Firma zu binden, nämlich zum Beispiel das Reparieren. Also wenn ich ein Produkt habe, was gut reparierbar ist, verlängert das erstmal die Nutzungsphase. Halt auch den Kunden, der dann zu mir dann zurückkommt und mir das Gerät zur Reparatur vielleicht dann bringt und froh ist, wenn er es dann weiter benutzen kann. Und diese Reparierbarkeit muss dann auch wieder, da haben wir wieder den Gang zum Design, das sollte dann wieder direkt dort berücksichtigt werden. Dann, wenn das Produkt dann aber von dem Nutzer oder Nutzerin nicht mehr benötigt wird oder gebraucht wird,
Dann haben wir hier bei der Circular Economy zwei weitere Wege, um das Produkt länger im Kreislauf zu halten, nämlich einmal die Wiederverwendung. Das heißt, ich kann das Produkt weiterverkaufen oder verschenken, sodass jemand anders das Produkt dann noch weiter nutzt und sich deshalb halt nicht kein neues kaufen muss. Oder es wird wieder aufbereitet. Wenn wir jetzt wieder zum Beispiel an ein Handy denken, dann könnte ich das zurückschicken an Anbieter, die das dann wieder reparieren und dann in den Umlauf bringen als refurbished Produkt dann verkaufen und auch wieder mit Garantie etc. So, ja, dass weitere Kunden sich da lange dran erfreuen können. Genau, sollte das Produkt dann aber nicht mehr reparierbar sein oder halt irgendwie echt andere Mängel haben, dann geht es ins Recycling. Also da sollen dann die Rohmaterialien zurückgewonnen werden und können dann halt wieder in den Kreislauf gegeben werden und ja, neue Produkte können entstehen. Und sollten dann trotzdem ja, Materialien anfallen, die nicht recycelt werden können, dann werden die natürlich dementsprechend fachgerecht entsorgt. Da das Eco-Design sehr wichtig ist bei dem ja, Prozess, möchte ich da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und genau, Eco-Design soll halt den halt ein Gestaltungseinsatz für Einsatz für Produkte, um die Umweltbelastung über den gesamten Produktlebenszyklus zu verringern. Und durch diese nachhaltige Produktgestaltung können Unternehmen in der Planungs- und Designphase direkt einen positiven Einfluss auf ja, den gesamten Lebensweg des Produktes nehmen. Und hier gibt es ein paar verschiedene Prinzipien und Methodiken, die ich einmal nochmal vorstellen möchte. Also das Männchen hält da, ich glaube, 7 verschiedene oder 6 verschiedene Bälle in der Hand und da hat zum Beispiel achtet dieser Designer dann darauf, dass das Produkt langlebig ist und halt dementsprechend einen langen Zeitraum seinen Zweck erfüllen kann. Das bedeutet auch, dass das halt ein, ja, ein robustes und zeitloses Design ist und dementsprechend jetzt nicht einem Trend zum Beispiel folgt und das dementsprechend schon alleine vom Aussehen nicht lange benutzt wird. Dann sollte, wie schon gesagt, auf die Reparierbarkeit geachtet werden, was halt beinhaltet, dass das Produkt möglichst einen modularen Aufbau hat, in dem Teile dann ausgewechselt werden können und ja, auch standardisierte Bauteile dann passen und dadurch das Produkt dann besser repariert werden kann. Dann sollte auf nachhaltige Materialien geachtet werden, also darauf, wie die Ressourcen für Abbau, Herstellung und Transport und Verarbeitung der Materialien sollten mitbedacht werden und dementsprechend halt ja, nach geschaut werden, dass die Materialien einen möglichst geringen oder möglichst geringe Umweltbelastungen haben. Dann haben wir als Viertes ist Energieeffizienz, also die Produkte sollten möglichst selbst einen geringen Energieverbrauch haben. Wenn wir da jetzt zum Beispiel an Kühlschränke oder Fernseher oder was auch immer nutzen, also ein Elektrogerät, denken an Elektrogeräte, sollten diese auch während der Nutzung einen möglichst geringen Energieverbrauch haben. Dann, genau, sollte halt auf nachwachsende Rohstoffe gesetzt werden, wie zum Beispiel Holz oder Baumwolle oder Hanf, da ja diese weniger belastet sind. Und ja, wie gesagt, dann nachwachsend sind und nicht endlich. Und am Ende sollten, genau, auf die Kreislauffähigkeit dann natürlich geachtet werden, dass die Produkte so gestaltet sind, dass die Materialien vielleicht von ausrangierten Produkten genutzt werden können. Also was vom anderen vielleicht der Müll ist, kann dann vielleicht in meinem Produkt genutzt werden. Und dann, dass diese Materialien etc., die ich halt in meinem Produkt habe, dann auch wieder recycelt werden können. Genau, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft existieren verschiedene Strategien, um den Wert eines Produktes halt möglichst lange im Kreislauf zu behalten. Und hier habe ich mal ein paar Strategien mitgenommen oder mitgebracht. Ich glaube, die ersten
3, also Suffizienz unterstützen, halt wenige Ressourcen zu verbrauchen, das modulare Design und nachhaltige Materialien, habe ich ja gerade schon genannt. Was noch neu sein oder ja jetzt noch nicht genannt wurde, ist den Wert zu erhalten, nämlich das Produkt dann länger im Umkreis, in der Nutzung zu halten und auch, wo sich halt neue Geschäftsmodelle draus entwickeln können. Das wären zum Beispiel Sharing-Plattformen und das ist so, dass sich halt dann mehrere Personen ein Produkt teilen können. Also ich muss mir zum Beispiel, wenn ich nur ab und zu mal ein Auto brauche, muss ich mir nicht unbedingt ein Auto kaufen, sondern kann dann Carsharing benutzen, was jetzt ja in den letzten Jahren auch super flexibel und unkompliziert geworden ist. Oder wenn ich ein großes Event plane oder so, dann muss ich mir jetzt nicht irgendwie verschiedene Tische oder Stühle und Geschirr oder sowas kaufen, sondern kann das im Product-as-a-Service-Bereich, kann ich das halt mieten oder irgendwie Bohrmaschinen oder sowas, was Sachen, die ich halt nicht so oft nutze, werden dann eher gemietet und muss mir dann nicht extra was aneignen. Genau, Reparatur und Wartung, da ergeben sich dann halt auch neue Modelle daraus, Service-Modelle, dass ich entweder als Unternehmen meine Produkte selber wieder zurücknehme und diese repariere und warte oder halt, dass ich halt Unternehmen extra deshalb gründen, um Reparaturmaßnahmen anzubieten. Genau, das gilt dann auch, geht dann in die Wiederaufbereitung dann rein und Wiederverkauf, ne? Das hatte ich ja gerade jetzt auch schon angesprochen. Also das können Sie sich alles auch nochmal in Ruhe durchlesen, wenn Sie auf den Link von dem Kreislaufwirtschaftsguide gehen. Denn genau, ich möchte Ihnen ja jetzt auch die digitalen Lösungen vorstellen. Sorry, meine Nase läuft ein bisschen. Genau, hier werden einmal verschiedene digitale Lösungen für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement dargestellt. Unten in Blau sehen Sie die verschiedenen Stationen der Lieferkette, also vom Einkauf bis Ende des oder Endnutzung des Produkts. Und in den Balken sind die verschiedenen Tools, für die einzelnen Stationen genutzt werden können. Wenn wir unten anfangen, haben wir da einmal Internet of Things. Das bietet zum Beispiel vom Einkauf bis zur Logistik und über den Vertrieb einen Informationsaustausch und hilft bei der Effizienz und der Datengewinnung. Digitale Kollaborationsplattformen können eigentlich über den gesamten Prozess eingesetzt werden und dienen ebenfalls der Effizienz und dem Informationsaustausch. Und Predictive Analytics steigert die Effizienz von der Produktion hin bis zur Logistik. Augmented Reality hilft beim Informationsaustausch und der Transparenz in der Produktion und Lagerung. Und Blockchain ist ebenfalls eine Lösung, die Transparenz und Sicherheit schafft, vom Einkauf hin bis zur Verarbeitung. 3D-Druck hatte ich gerade schon mal kurz angesprochen, steigert dabei die Effizienz in der Produktion. Und jetzt auf den nächsten Folien stelle ich Ihnen diese digitalen Lösungen noch mal etwas genauer vor. Genau, den Anfang macht, einen Augenblick, umklicken, damit Sie das auch sehen. Genau, anfangen möchte ich gerne mit dem 3D-Druck. Ist ein 3D-Druck, wird auch als generative oder additive Fertigung bezeichnet. Und ist ein Verfahren, bei dem Material schichtweise aufgetragen wird, um dreidimensionale Objekte zu erstellen. Also vielleicht haben Sie schon mal so einen 3D-Drucker gesehen. Hier rechts im Bild sieht man das so ein bisschen. Es ist halt im Prinzip ein großer Kasten, wo dann so Düsen rauskommen. Und schichtweise auf einmal hat man da dann, weiß ich nicht, eine kleine Vase oder so zum Beispiel. Wenn Sie sowas noch nicht gesehen haben, kann ich empfehlen, mal in den nächsten Makerspace zu gehen bei Ihnen um die Ecke. Die haben mit Sicherheit einen 3D-Drucker da und da kann man sich das mal bestimmt anschauen und auch ausprobieren. Praktische Anwendungsbeispiele für Unternehmen vom 3D-Druck sind zum Beispiel die Prototypenfertigung oder die Herstellung von Ersatzteilen, aber auch ja, einsatzbereite Endprodukte können damit hergestellt werden.
Was das Ganze nachhaltig macht oder nachhaltig ist an der Produktion beziehungsweise auch Logistik, denn ja, es sind flexible und individualisierte Produktion ist möglich und somit kann Material eingespart werden. Und es kann halt on demand produziert werden. Das heißt, ich brauche keine großen Lagerhallen oder so, da ich dann jeweils individuell das Produkt produzieren kann. Und dadurch werden halt ja, Lagerkapazitäten eingespart und somit Emissionen und Kosten. Für Circular Economy bedeutet das, dass halt ja, Produktion und Abfall entsteht und zum Beispiel diese Technologie auch genutzt werden kann, um zum Beispiel Ersatzteile zur Reparatur von Produkten herzustellen. Als Beispiel habe ich da einmal Factory mitgebracht. Das ist ein Online-Fertiger aus Berlin. Die haben ein sehr großes Netzwerk mit um die 2000 Partnern. Die fertigen Sonderteile aller Art an und die können dann für ein bestimmtes Projekt, also wenn ich jetzt ein Projekt habe als Unternehmen und zum Beispiel was als im 3D-Druck oder so herstellen lassen möchte, kann ich mich an die wenden. Und das geht so bei vom Prototyping, also ab Stückzahl 1 bis Klein- und Großserienfertigung, da kann dann durchgeführt werden. Und genau, die übernehmen dann die Vertrags- und also sind Ansprechpartner und machen dann die ganze Produktabwicklung mit ihren 2000 Partnern, die die haben. Genau, als nächstes habe ich die Blockchain-Technologie hier mitgebracht und hat bestimmt schon jeder mal gehört. Blockchain beschreibt eine dezentrale Datenbank, in der Informationen in Blöcken gespeichert werden, die kryptografisch miteinander verknüpft und dezentral auf allen teilnehmenden Computern gespeichert sind. Das heißt, die Blockchain-Technologie stellt eine Art digitales Kassenbuch dar, bei der Daten bei der Daten sicher zwischen Teilnehmenden gespeichert und geteilt werden. Und das Besondere dabei ist, dass alle Transaktionen des Blockchain-Netzwerks transparent sind, denn die Daten können verifiziert und verschlüsselt werden und sind so nicht manipulierbar. Und es gibt einmal den Unterschied zu öffentlichen Blockchains, die halt für alle zugänglich sind, aber man kann das halt auch für private bzw. ja, konsortiale Blockchains nutzen, wenn man halt mit verschiedenen Unternehmen zusammenarbeitet und kann das dann nur für diesen Personenkreis bzw. Unternehmenskreis zugänglich machen. Und die Blockchain-Technologie bildet nicht nur das Fundament für Kryptowährungen, sondern ist auch einsetzbar für automatisierte Austausch- und Abrechnungsprozesse sowie die Verfolgung von Lieferketten und Produktionsdaten. Was vor allem für Unternehmen, die in Wertschöpfungsnetzwerken zusammenarbeiten, wichtig ist, um die Datensicherheit zu garantieren. Und genau deshalb bietet die Blockchain-Technologie halt eine digitale, sichere Umgebung, um dort zusammenzuarbeiten, Daten auszutauschen und das halt über die gesamte Lieferkette hinweg. Dann will ich nochmal zu Augmented Reality kommen. Augmented Reality bezeichnet eine computergestützte Erweiterung der realen Welt durch virtuelle Elemente. Das heißt, mit Hilfe eines Smartphones oder eines Tablets oder zum Beispiel so einer Datenbrille können digitale Informationen und virtuelle Darstellungen in der sichtbaren realen Welt eingeblendet werden. Und dabei wird halt die menschliche Wahrnehmung, entweder durch Bilder, Texte oder Videos oder dreidimensionale Animationen erweitert. Also in Echtzeit, wenn ich mir irgendwas angucke, kann dann gleichzeitig da noch ja, Bilder oder Videos etc. eingeblendet werden. Das ist natürlich sehr interessant und bietet eine starke Interaktivität mit den Nutzerinnen und kann individuell auch angepasst werden und ja, benötigt halt teilweise auch nur ein Minimum an Hardware, weil ich das halt mit einem Smartphone oder Tablet oder so dann selber einsetzen kann und dann gegebenenfalls nur noch eine App dazu brauche. Konkrete Anwendungsmöglichkeiten wären hier zum Beispiel im Lagermanagement oder bei der Wartungsarbeit,
Montage und auch Qualitäts- oder Prozesskontrollen können damit optimiert werden. Ein Unterschied ist, es gibt ja Augmented Reality, von dem ich gerade gesprochen habe, aber auch Virtual Reality. Und Virtual Reality ist dann, wie der Name schon sagt, halt virtuell werden dann komplette, ja, dreidimensionale Welten erschaffen und haben dann nicht unbedingt mehr was mit der Realität zu tun. Genau, das kann man dann eher für so 3D-Planung oder Produktentwicklung nutzen. Dann habe ich vorhin auch schon einmal was zu Predictive Analytics, haben wir gerade schon gehört. Predictive Analytics ist der Versuch, mittels computergestützter Datenanalyse Ereignismuster zu erkennen und so die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines bestimmten Ereignisses, also zum Beispiel Materialermüdung oder wenn irgendetwas anderes kaputt geht, so präzise wie möglich vorherzusagen. Das heißt, mithilfe der Analyse von Big Data, also sehr großen Datenmengen, können Prognosen und daraus abgeleitete Entscheidungen getroffen werden. Dabei werden dann automatisch Muster erkannt, was zum maschinellen Lernen und somit zur künstlichen Intelligenz zählt. Und genau, Predictive Analytics kann zum Beispiel in der Industrie für vorausschauende Wartung eingesetzt werden. Dabei werden durch Sensoren gesammelte Daten genutzt, also das wären dann diese Big Data. Und damit kann halt vorhergesagt werden, wann zum Beispiel Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden sollen. Das führt dann halt dazu, dass man, bevor halt irgendetwas kaputt geht, schon direkt ja, reparieren kann, also wenn sich irgendwelche Verschraubungen oder sowas lösen oder irgendetwas ja, marode wird, dann kann ich dadurch irreparable Schäden verhindern und da wird dann natürlich auch ein höherer Ressourcenverbrauch verhindert, da ich ja nicht unbedingt ein neues Gerät kaufen muss. Weitere Einsatzmöglichkeiten wären zum Beispiel in der Industrie oder Immobilienwirtschaft, um die Lebensdauer und Nutzungsphase komplexer Anlagen zu erhöhen. Das Potenzial für Circular Economy liegt darin, dass halt diese Reparierbarkeit von Maschinen oder Produkten besser planbar ist. Dann, genau, Kollaborationsplattformen hatte ich eben auch schon mal genannt. Das sind offene oder geschlossene digitale bzw. cloud-basierte Systeme für abgestimmtes Arbeiten, die eine ortsunabhängige und gleichzeitige Bearbeitung von Informationen, Aufgaben und Projekten ermöglichen. Und digitale Kommunikationsplattformen ermöglichen damit die Koordination und Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen, aber auch natürlich zwischen verschiedenen Unternehmen. Das reicht von digitalen Whiteboards wie Miro oder Organisationstools wie Trello oder Asana oder aber auch natürlich Teams zum Beispiel. Und mithilfe dessen kann man Projekte viel einfacher planen und umsetzen, ja, weil man einen direkteren Draht hat, nicht immer E-Mails oder so hin und her schreiben muss und gleichzeitig an Projekten halt auch arbeiten kann. Dadurch verbessern die Kollaborationsplattformen den Informationsaustausch zwischen den Kooperationspartnern und können auch in der Kommunikation zum Beispiel mit Lieferanten eingesetzt werden. Und dabei ja, können die Prozesse optimiert und effizienter gestaltet werden. Potenziale für die Circular Economy ergeben sich dadurch, dass halt orts- und zeitunabhängige Datenerfassung entlang der Wertschöpfungskette möglich ist. Eine Steigerung der Gesamteffizienz in der Lieferkette wird erreicht und Informationsaustausch und ja, optimierte Arbeitsabläufe können gewährleistet werden. Es ist ein transparentes Arbeiten und genau, also eine Stärkung von Arbeitsrechten kann noch da mit reinspielen und ja, es kann Einsparung von CO2-Emissionen erreicht werden, weil zum Beispiel man sich nicht unbedingt immer noch treffen muss, um irgendwelche Meetings oder sowas zu haben oder Konferenzen, so wie wir heute, sondern das alles digital ablaufen kann. Dann, genau, möchte ich nochmal Internet of Things
vorstellen, Internet of Things steht für Internet der Dinge und beschreibt ein Netzwerk von physischen, intelligenten Objekten, also zum Beispiel Sensoren und Software, ausgestattete Maschinen, die mit anderen Objekten und Systemen über das Internet kommunizieren und Daten austauschen können. Und Internet of Things ist eng mit der Industrie 4.0 verknüpft und stellt die Vernetzungsbasis für die digitalisierte Industrie dar, wodurch kostengünstiger, exakter, schneller und effizienter produziert werden soll. Da weitere Wirkungsfelder sind dann zum Beispiel die Steuerung von Geschäftsprozessen oder die Überwachung von Wartungsbedarfen und die Optimierung der Logistik. Und auch Qualitätskontrollen zum Beispiel können durch Internet of Things vereinfacht werden. Potenziale für die Circular Economy bestehen dadurch, dass automatisierte Kommunikation bis hin zur Selbststeuerung von Maschinen passieren kann. Und auch wichtige Prozesse wie zum Beispiel Prozesssteuerung und Remanufacturing passieren kann. Also das hilft bei der Umsetzung von zirkulären Geschäftsmodellen. Auch künstliche Intelligenz ist natürlich gerade in aller Munde, würde ich so mal sagen, ist gerade ein sehr großes Trendthema. Und künstliche Intelligenz umfasst Technologien, die die menschlichen Fähigkeiten des Sehens, Hörens, Analysierens, Entscheidens und Handelns ergänzen und verstärken. Dies wird zum Beispiel durch maschinelles Lernen ermöglicht. Und man unterscheidet hierbei zwischen starker KI, das ist die, die selbstständig den entsprechenden Anwendungsbereich erkennt, definiert und Wissen darüber erwirbt, oder schwacher KI, die besteht in der Regel aus einer komplexen, aus einem, oder beziehungsweise besteht aus einem komplexen Algorithmus, bei dem sich die Lernfähigkeit weitestgehend auf das Trainieren von Erkennungsmustern begrenzt und das Abgleichen und Durchsuchen größerer Datenmengen beschränkt. Gängige Anwendungsbereiche in Unternehmen sind unter anderem Predictive Analytics, das hatten wir gerade schon, oder Chatbots, das kennen Sie vielleicht auch von verschiedenen Websites, wo dann immer die kleinen Pop-ups sind und fragen, ob man ihnen helfen kann. Und Prozessautomatisierung oder automatisierte Datenerfassung sind auch Themen, die damit einhergehen. Dann kommen wir zu Robotik. Und Robotik befasst sich mit programmgesteuerten technischen Maschinen und beschreibt den Versuch, diese Maschinen durch Nutzung digitaler Informationstechnologien mit der physischen Welt interagieren zu lassen. Im Bereich Robotik umfasst diese Konzeption die Entwicklung, die Steuerung und die Produktion und den Betrieb von Robotern. Dabei gibt es neben den Hardware-Robotern auch reine Software-Roboter, sogenannte Bots, hatten wir gerade schon diese Chatbots, also kann man auch als kleine Roboter bezeichnen. Und die Einsatzgebiete von den Robotern sind natürlich vielfältig und reichen von der Produktion über die Landwirtschaft bis hin zu medizinischen Versorgung oder auch in der Unterhaltung kann man mittlerweile Roboter einsetzen. Wobei in der Industrie eher Roboter eingesetzt werden, um wichtige Rollen zu übernehmen, wie zum Beispiel eher monotone Arbeiten an Fließbändern oder auch gefährliche oder schwere Arbeiten, die vielleicht sonst nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Dabei können die Roboter natürlich unterstützen bei der Steigerung von Produktivität und Effizienz und machen so eine zunehmende Automatisierung möglich. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit bietet der Einsatz von Robotik Möglichkeiten, Energiekosten zu senken, Produktionsabfälle bzw. den Materialverbrauch zu minimieren oder aber auch Ersatzteile effektiv zu produzieren und im Recyclingprozess zu unterstützen. Und können dabei auch Menschen bei der schweren körperlichen Arbeit entlasten und sind so auch unter sozialen Gesichtspunkten haben auch dort einen Mehrwert.
Für die Circular Economy haben sie das Potenzial, dass sie halt Ressourcenschutz durch Automatisierung und Effizienzsteigerung gewährleisten und zum Beispiel bei Recyclingprozessen unterstützen können, zum Beispiel bei der Sortierung oder auch beim Umgang mit giftigen Materialien. Dann, genau, das letzte Tool, was ich vorstellen möchte, ist der digitale Produktpass. Den haben Sie vielleicht auch schon mal, davon haben Sie auch schon mal was gehört. Der digitale Produktpass bezeichnet einen Datensatz, der Informationen über die Herkunft von Materialien, Bestandteilen und chemischen Substanzen sowie Daten über die Reparierbarkeit, Ersatzteile oder die ordnungsgemäße Entsorgung eines Produkts zusammenfasst. Und diese Daten eines Produkts stammen dann aus dem gesamten Lebenszyklus, also vom Design über die Produktion bis hin zur Nutzung und Entsorgung. Und durch diese Strukturierung, diese Daten werden dann standardisiert und in einem vergleichbaren Format dargestellt, sodass halt alle Akteure in der Wertschöpfungskette sich einmal da informieren können und bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft mitwirken können, weil ich halt genau weiß, wie ich zum Beispiel ein Produkt recyceln kann oder welche Materialien dort verbaut sind. Und gleichzeitig bietet der digitale Produktpass aber auch eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Verbraucherinformationen. Also kann ich auch als Verbraucherin mir da transparent ein Bild darüber machen, welche Materialien oder so in diesem Produkt verbaut sind und wie es reparierbar ist oder so. Und habe dadurch, kann mich besser entscheiden, ob ich jetzt das eine oder das andere Produkt kaufe. Genau, es ist schon ein EU-Beschluss und auf dem Weg, um diesen digitalen Produktpass in die Umsetzung zu bringen. Der soll erstmal für besonders ressourcen- und energieintensive Branchen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Batterien für die Elektromobilität. Aber auch andere Branchen werden da mit Sicherheit demnächst folgen. Genau. Dann habe ich mal noch ein paar Beispiele aus der Praxis mitgebracht von Unternehmen, die teilweise diese verschiedenen digitalen Tools schon einsetzen, um halt Kreislaufwirtschaft zu unterstützen oder halt auch kreislauffähig zu werden. Da habe ich einmal das Unternehmen Lorenz, die stellen Wasserzähler her. Das ist ein Unternehmen aus Baden-Württemberg und mithilfe von Industry Internet of Things haben sie die Umstellung zu einem zirkulären Geschäftsmodell vorangetrieben. Lorenz hat sich bei der Entwicklung und dem Aufbau einer Produktionsanlage verschrieben, die halt gleichmäßig oder gleichermaßen montieren, demontieren und remontieren kann. Und dadurch können halt sehr wandlungsfähige und flexible Module entwickelt werden. Lorenz ist unter anderem mit dem Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt ausgezeichnet worden und stellt halt diese Smart Meter her. Das sind halt sehr langlebige Smart Meter, die halt vollständig wiederverwertbar sind. Und das Besondere bei Lorenz ist auch, dass sie nicht nur ihre eigenen Smart Meter wieder zurücknehmen und reparieren oder recyceln, sondern halt auch Fremdprodukte können dort abgegeben werden und gehen dann in den Kreislauf wieder mit ein. Und durch diese Rücknahme etc. wurde eine Recyclingquote von 80% erreicht und dadurch konnten Materialien oder beziehungsweise konnten 30% der Materialien eingespart werden und was natürlich dann auch zur Einsparung von Energie und der Reduktion von CO2-Emissionen geführt hat. Was dabei noch interessant ist, ist, dass das für die Verbraucher tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt teurer ist oder so, sondern ja, das Gegenteil ist der Fall. Denn Lorenz kann die Wasserzähler billiger oder gleich teuer anbieten wie Konkurrenten, die vielleicht
nicht so qualitativ hochwertige Messgeräte anbieten. Und ja, das kommt natürlich dann dementsprechend den Kundinnen und Verbraucherinnen wieder zugute. Dann habe ich mal noch die globale Online-Plattform Madasta mitgebracht. Die schaffen eine digitale Grundlage für die kreislauforientierte Nutzung von Produkten und Materialien aus Gebäuden in der Bauindustrie. Das Unternehmen wurde ursprünglich in den Niederlanden gegründet und hat aber inzwischen Ableger in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Deutschland, also 2017 gegründet, und hatten schon direkt 33 Branchenführerinnen mit an Bord, die das Ganze unterstützt haben und da auf dieser Plattform aktiv waren. Madasta ist eine cloudbasierte Plattform und im Prinzip ein Kataster für Materialien und Produkte in der Bauindustrie. Sie verfolgen das Ziel, die Kreislaufwirtschaft in der Bauwirtschaft voranzutreiben. Denn die Baubranche hat ein enormes Potenzial, um dort Ressourcen einzusparen. Diese wiederzuverwenden, um damit langfristig CO2-Emissionen zu reduzieren. Das Unternehmen bietet dabei unter anderem Gebäudeeigentümerinnen, aber auch Projektentwicklerinnen oder Bauherren, Entsorgungsbetrieben etc. die Möglichkeit, ihre Gebäudedaten dort einzugeben auf der Online-Plattform und zu verwalten und auch auszutauschen. Und diese Daten, die halt dann dort hochgeladen werden, aus denen berechnet die Plattform dann die Zirkularität und die CO2-Emissionen und den ermittelten oder beziehungsweise und den Umwelteinfluss. Also ich kann meine Daten, die ich von meinem Gebäude habe, dort hochladen und dann bekomme ich ein Materialpass mit Informationen zu den verwendeten Materialien und wie die dann zukünftig wiederverwendet werden können und wie ich sie gegebenenfalls recyceln kann. Und das Interessante ist, dass es nicht nur für Neubauprojekte machbar ist, sondern halt auch für Bestandsobjekte. Und damit unterstützen Madasta auch das Konzept Urban Mining, das heißt, dass ich halt aus Bestandsimmobilien soweit versuche, diese verschiedenen Materialien, die dort verbaut werden, aufzuschlüsseln, um dann zu schauen, welche Materialien davon weiter benutzt werden können und in neue Bauten eingehen können. Im Prinzip hat Madasta damit so eine Art digitalen Produktpass entwickelt, der halt jetzt für Gebäude gilt. Genau, dann noch ganz kurz mit Blick auf die Uhr möchte ich noch einmal kurz Vital vorstellen. Kennen Sie vielleicht auch schon mal, seit Anfang des Jahres gilt ja die Mehrwegpflicht für Verpackungen, wenn Sie sich was zu essen holen oder einen Kaffee mitnehmen möchten. Und Vital ist da ein Anbieter, der Mehrwegverpackungen herstellt und im Umlauf hat. Und zwar kann man diese dann kostenlos nutzen und sein Essen halt in diesen Mehrwegbehälter mitnehmen. Und die haben ein System dahinter, dass man sich die App runterlädt und durch diese QR-Codes, die auf den Containern sind, den kann ich dann einmal scannen, wenn ich den dann wieder zurückgebe. Und dadurch sind die Daten dann halt im System, das ich ihn wieder zurückgegeben habe, und die Benutzung ist für mich kostenlos. Und nach eigenen Angaben werden da auch 99% der Mehrwegbehälter zurückgegeben in den Zeitraum. Wenn man das halt nicht nach 2 Wochen zurückgeben würde, wird einem ein Betrag von, glaube ich, 5 € oder so abgezogen. Dafür kann ich aber dann auch den Behälter benutzen. Oder der gehört dann halt danach dann mir. Und das soll natürlich dazu dienen, dass einmal Einwegverpackungen eingespart werden und Food Waste vermieden wird. So, genau das
Wer ist jetzt von den Vorstellungen? Ich hoffe, ich war nicht zu schnell und Sie konnten mir folgen. Und genau, wenn jetzt noch Fragen sind oder Anmerkungen, dann gerne her damit.